Ihr Lieben, ich wünsche euch eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit. Lasst euch nicht stressen und nun viel Spaß mit einem neuen Video von mir. Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Damit ihr euch die Zeit bis der Weihnachtsmann verkürzen könnt, dachte ich mir, ich zeige euch hier mal 5 verschiedene Sachen, wie ihr euer Weihnachtsfrühstück genießen könnt. Viel Spaß dabei und ich hoffe, vielleicht macht ihr 1-2 Sachen nach. Dann könnt ihr die ja unter diesem Hashtag hier bei Instagram mal posten. Würde ich mich sehr freuen. Bis bald, ihr Lieben, und jetzt viel Spaß. Als allererstes braucht ihr eine schöne große Scheibe von einem Brot, das euch gut schmeckt. So, da haben wir das Brot und jetzt braucht ihr Frischkäse. Als erstes macht ihr eine ganz dünne Schicht auf euer Brot. So, wenn ihr die dünne Schicht habt, macht ihr 3 kleine Bällchen jetzt. Eine ein bisschen größer, eine mittlere und eine ganz kleine. So sieht das dann bei mir aus und jetzt wollen wir dem Ganzen ja noch ein Gesicht geben. Da ist eurer Kreativität frei Lauf gelassen. Als erstes kriegt ihr natürlich einen kleinen Besen und ich werde aus Gurke und Paprika nun Gesicht, Nase und Mund formen. So sieht denn euer fertiges Schneemannbrot aus und komm, seid mal ehrlich, der ist doch echt niedlich geworden. Und ja, ich glaube, da hat jedes Kind, jeder Erwachsene Spaß dran, dieses Brot zu essen. Heute soll es ein Rudolf-Porridge zum Frühstück geben und dazu mache ich jetzt erstmal mein Porridge fertig. Heute ganz normal Haferflocken. Ich mache immer momentan einen Teelöffel Spekulatiuscreme mit rein, Milch und aufkochen lassen. Dann braucht ihr noch ein Obst eurer Wahl, woraus ihr Ohren, Geweih und Nase zuschneidet. Ich habe mich für Pflaumen entschieden. Erdbeeren würden auch super gehen, aber ich glaube jetzt gerade ist nicht so die Erdbeerzeit. Und fertig ist der Rudolf. Also ich meine, niedlicher kann doch ein Frühstück für dich oder fürs Kind nicht mehr aussehen, oder? Das verlangt doch direkt danach, es zu verschlingen. Viel Spaß! Guten Morgen! Heute gibt es einen weihnachtlichen Crepe oder Pfannkuchen, wie man es nennen möchte. Dazu backe ich jetzt erstmal ganz viele Pfannkuchen aus und dann zeige ich, wie das weihnachtlich werden kann. Jetzt belegt ihr eure Pfannkuchen mit dem, womit ihr sie essen wollt und formt sie zu einem Dreieck, also einmal zur Mitte und nochmal zur anderen Mitte. 3 Stück. So, und dann drapiert ihr sie so, dass es so aussieht wie ein kleiner Tannenbaum und dann verziert sie nach Lust und Laune. Jetzt dürft ihr anfangen zu dekorieren. So Leute, und wenn da nicht Weihnachtsstimmung am Frühstückstisch aufkommt, dann weiß ich auch nicht. Also ich finde Walking Around the Christmas Tree. Lasst es euch schmecken. Guten Morgen. Heute gibt es eine Weihnachtswaffel. Waffelteigfilm werde ich unten, wenn ich es nicht vergesse, verlinken. Und ja, erstmal ganz viele Waffeln ausbacken und dann seht ihr, was das für eine tolle Weihnachtswaffel wird. Okay, vielleicht nicht der süßeste Weihnachtsmann, doch vom Geschmack her der süßeste, aber von der Optik vielleicht nicht. Aber die Idee ist da und ich glaube, ihr könnt das viel besser als ich umsetzen. Und man muss einfach auch mal ein Bild zeigen, wo es einfach mal nicht so funktioniert hat, wie man es sich im Kopf vorgestellt hat. Aber hier ist die Mütze und da ist der Weihnachtsmann. Und ja, es wird trotzdem schmecken.